It's not a trip. Hallo, nehme ich auch gerne. Rezeptarzt. Oh. Best Glitch. Okay. Okay, jetzt arbeitet das Ding. Mhm. Das Ding nachladen. Da hoch müssen wir. Das Tor ist offen. Rein dort. Auf die gute alte Weise erledigt. Die gute alte Draufhauen-Methode. So, wo sind wir jetzt hier? Das ist ganz bestimmt eine Pfanne. Ach du Scheiße. Lass mich mal bitte kurz. Holy shit. Alter Schwede. Geliefert. Feuerbestie mit Feuer zu bekämpfen ist auch nicht die beste Möglichkeit. Oh weia. Wo ist die Bestie? Ist glaube ich schon explodiert. Und wo müssen wir jetzt hin? Hier sieht nicht verkehrt aus. Oh, hier waren wir schon. Hier kamen wir her. Ich glaube, die haben wir zerbeult. Da ging die Überreste. Und nun Aufzug. Limit erreicht. Okay. Wieder 100 HP. Inzwischen haben wir wieder 100, nicht 50. Maximal. Okay, hier sind irgendwo Kommandanten. Und Ordnungsunterlagen sind wir finden. Entferne mich.
Weil das damit erreicht, es gibt hier wieder einen riesigen Arena-Kampf. Und hier so viele Waffen rumliegen. Das kann nichts Gutes bedeuten. Na toll. Wo ist der Kommandant? Sieh ihn nicht. Das ist Kacke. Da kommt aber auch niemand. Den scheiß Hund sehe ich doch nicht. Ein Kommandant ist noch da. Wo ist denn der Kommandant? Entfernungshunden. Da bist du. Okay. Eine neue Waffe. Und die schwere Wumme brauche ich. Maschinenkommandant Klingers Notiz. Sichtungsprotokoll Operation New York. Ort Generalstab Anwesen Klinger Wechsler Hermannsdorf Meißer. Was ist das Ziel? Der Generalstab will New York als eine glorreiche Stadt wieder aufbauen, als Hauptstadt an der Ostküste der amerikanischen Gebiete. Sie wäre der absolute Höhepunkt germanischer Technologie und Handwerkskunst. Ich kann auch nicht mehr lesen. Wie immer also. Das ist zu tun. Toxische Abfälle beseitigen, Entfernung der Radioaktivität aus dem Großraum New York. Beseitigung aller terroristischen Bedrohungen im Stadtgebiet. Bau neuer Gebäude aus Superbeton. In der Stadt sollte das höchste Gebäude der Welt stehen. Dazu muss noch weitere Datenschutztechnologie erforscht werden. Werbungsstigma der City of a Million Ghosts entfernen. Alle Medienkanäle positive Artikel veröffentlichen lassen. Drittens, möglicher Zeitrahmen. Frühling 1967 bis zum vollständigen Wiederaufbauzeitrahmen mit Chef besprechen. Für Einhaltung des Zeitplans ist die Unterstützung durch Gefangene erforderlich. Entbehrliche Arbeiter können mit dem Entfernen des toxischen Mülls beauftragt werden. Sonstiges. Mögliche Schlagworte: die Stadt der Hoffnung oder der große Apfelstrudel. Alle lachen, als Hermannsdorf diesen Vorschlag machte. Treffen beendet, 10.30 Uhr. Zeichnet Maschinenkommandant Lars Klinger. Aha, ein Gesprächsprotokoll. Wir sind nicht die Unterlage gebrauchen. Kommandant Achterbergs E-Post. Sind Sie verrückt? Ich stimme zu, Hummler. Wir. Hummler ist auch gut. Wir finden noch immer Leichen unter der Erde, die wir entsorgen müssen.
Die Strahlungswerte erreichen nirgendwo das nominale Niveau. Ich bin gestern da durch toxischen Schlamm gewartet. Mein Hecken ist nicht mal in Ansatz bereit für einen Wiederaufbau. Geben Sie uns realistische Ziele. Um Himmels Willen. Achterwerk. Geben Sie uns unrealistische Ziele. Mach ich doch. So, Volumen. Die Unterlagen müssen wir finden. Will sie nicht noch mehr lesen? Die New Orleans Unterlagen, die Grace Aha. Mutter. Mein Stichwort. Seid ihr in einem Stall aufgewachsen? The Bunkers. Ah ja. Dafür haben wir gerade eigentlich keine Zeit. Strahlung kommt doch rein. Achtung, nördliche Dekontaminationskammer bestätigt. An alle Ach, Scheiße. Mitarbeiter, legen Sie umgehend Ihr Atemgerät an. Ich wiederhole, nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter, legen Sie umgehend Ihr Atemgerät an. Das müssen wir irgendwie wieder rausfinden. Das möglichst schnell. Heilung. Munition. Ich muss hier raus. Atemgerät. Blazkowicz, ich kann dich aufsammeln. Steig irgendwo hoch und gib ein Signal. Okay, es gibt hier wieder den übelsten Plattformkampf. Wir dürfen nicht runterfallen. Arena-Kampf des Todes. Einfach ins hier rein. Einfach zu Tode deckeln. Ja, Blazkowicz, ich sehe dich. Bin gleich da. Beeil dich. Ich muss mal kurz gucken. Okay, wir haben noch einen Schwierigkeitsgrad. Zu niedrig. Das habe ich einmal nicht umgestellt. Das ist natürlich übel. Darf ich bitte umstellen? Das war der Schwierigkeitsgrad. Das kam mir gerade mit den drei Typen hier kam ein bisschen zu leicht vor. Wir stellen jetzt mal wieder auf die normale Schwierigkeit. Arena-Kämpfen ohne verkehrt.
Wir sind ein gutes Team. Du und ich. Ach, Scheiße. Na toll. Was soll denn der Mist? Hey, alles klar. Meine Birne dröhnt. Komm, hilf mir hoch. Okay. Geht's wieder? Ja, wird schon. Muss mich nur ausruhen. Okay. Hey Seth, schauen Sie mal. Ich habe hier ein paar frische Regime-Kampfroboter für Sie. Prima Gelegenheit für echt wichtige Wissenschaft und Forschung und so weiter. Hey! Hä? Oh, Shoshana, schau mal, wer hier ist. Therese Blaskovic. Was haben Sie mit mir gemacht, Junge? Was haben Sie? Ich bin so in dieses Artefakt vertieft, auf das Sie mich aufmerksam gemacht haben. Vertieft und wütend. Die Dati-Shoot-Ingenieure nannten es den Gottesschlüssel. Ein Begriff, den nur ein totaler Vollidiot ohne nachzudenken akzeptieren würde. Erstmal ist es gar kein Schlüssel. Also ich sehe hier keinen Schlüssel. Aber viel wichtiger, ich kann den eigentlichen Zweck überhaupt nicht entschlüsseln. Das macht mich rasend. In Ordnung. Okay. Er ist gerade nicht so gut zu sprechen. Oh. Hübsch. Konzeptart. Ja, ja, nicht jetzt. Stören Sie mich nicht. Gehen Sie. Okay, ich gehe ja schon. Was soll in dieser Stimmung hier? Gehen wir Anja besuchen. Bin ich hier ist. Ich sollte mir mal diese Enigma-Maschine ansehen, über die alle reden. Ah, okay. Mindestens kriegen wir hin. Die Enigma-Maschine zum Schlüsseln, das kriegen wir hin. Glaube ich ja ehrlich gesagt nicht. Okay. Was ist hier los? Alles in Ordnung? Sie haben doch nie so gut ausgesehen, Captain. Sie sehen anders aus, Kapitän. Größer. Die Stimme sagt, Sie seien noch der gleiche, aber ja, wer weiß das schon. Tja. Er ist tatsächlich ein neuer Mann. Haben Sie kurz Zeit, mir zu helfen? Na, verdammt! Was gibt's? Danke, Captain Blaskovic. Bleiben Sie auf der Plattform. Was passiert? Ich soll für Grace die Ladebucht beim Moonpool aufräumen. Seit dem Ausmerzerangriff herrscht da das reinste Chaos. Aber alle Eingänge sind durch Trümmer blockiert, also komme ich da nicht mal rein. Kommen Sie mit und räumen Sie die Eingänge frei. Ich will Grace nicht enttäuschen. Der ganze Tag läuft scheiße. Sie haben doch durch Ihre Donnerfäuste mehr Wumms. Also können Sie doch bestimmt einen Weg durch diese Trümmer finden. Welche Trümmer?
unter Wasser wird hier nichts. Ach so, hier. Das sagen wir nicht. Und nur, ach so, hier. Fantastisch. Nehmt Pistole nee, nicht. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich hier Ordnung reinbringe. Danke für Ihre Hilfe. Das ist mein Problem. Mannschaft freigeschaltet, aufgemutzt. Okay. Ich gehe da mal wieder hoch. Viel Spaß beim Aufbauen. Maschine, von der redet, die war hier. Hey Gabriela, die Propaganda-Übertragung. Haben Sie das klar? Oh, William, ich würde gern mehr Zeit mit dir. Ja. Grace. Das ist so viel. Grace! Still, Vollpfosten. Wenn Abby aufwacht, breche ich Ihnen das Genick. Hier sind die New Orleans-Unterlagen. Tut mir leid. Hat einfach ewig gedauert, bis sie einschlief. Okay, los geht's. Die Ministerin der öffentlichen Sicherheit, General Engel, will Amerikas Straßen von, Zitat, allen kriminellen und terroristischen Elementen befreien. Der Terroranschlag auf Roswell war ein Weckruf für das amerikanische Volk. Wir sind nicht so sicher, wie wir dachten. Später reden wir mit Hardy Linde höchstpersönlich über ihr neuestes Filmprojekt. Die teuerste Produktion der Kinogeschichte. Die Jagd auf und Gefangennahme von Terror Billy. Wir stellen der Regisseurin die wichtigste aller Fragen. Wer spielt Terror Billy? Kann ein Schauspieler das reine Böse eines der größten Massenmörder der Geschichte darstellen? Zentrale, 5 Minuten. Meine Brüder und Schwestern. Seit einiger Zeit höre ich von diesem Widerstandsführer namens Horton. Horton? Horton. Horton. Okay. Fensterbrett, Regenschirm, Horton. Klar. Horton und seine Leute haben sich in der Zone von New Orleans verschanzt. Aber der Mann hat wichtige Verbindungen zu den übrigen Resten des Widerstands, Blaskovich. Sie müssen da rein und ihn für unsere Sache gewinnen, okay? Das wird aber nicht so einfach. Das Regime hat eine riesige Scheißmauer um New Orleans errichtet. Mit schwer bewaffneten Wachtürmen. Und die Küste ist komplett vermint. Da kommt ja, das U-Boot niemals spannend. Durch. Aber wissen Sie was? Scheiß drauf. Denn wir haben was anderes. Großartig. Tut mir leid. Brauchten Sie das Boot? Ja, Sie Scheißer. Also. Sie und Wyatt dringen in den östlichen Wachturm in Lake Bourne ein. Entschärfen Sie die Minen im Kanal zum Lake Poncher Train. Dann steuern wir dieses Boot in die Stadt und holen alle Überlebenden an Bord. Oh.
deiner Macht. Oh nein. Was tust du hier? Es ist gefährlich hier. Du musst ganz leise sein. Wir müssen los. New Orleans zählt auf uns, meine Brüder und Schwestern. Mensch, war jetzt ohne Waffe losgerannt. Ah, Alter. Blaskovic, Sie müssen unbedingt auf die andere Seite der Mauer. Suchen Sie nach irgendeiner Öffnung, durch die Sie ins Innere kommen können. Das kann ja nur schief gehen. Großer Gott, Captain. Ich sehe von hier oben kaum Zivilisten. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Okay. Nun ein Schulbus. Da kann man nicht rein. Aber den Schulbus kann man da vielleicht hoch. Oder hier. So, hier erwarten uns wieder spannende Arena-Kämpfe. Es ist ja unmöglich, dass das hier nicht bewacht ist. Natürlich. Ich bin mal ein bisschen sneaky. Verdammt! Stellen. Ah, verdammt! Ich habe nicht auf die Gesundheit geachtet.